Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zu einem Video, was mir von der allerhöchsten Instanz hier im Garten verboten worden ist. Ja, kannst du es denn sagen, mir wird hier was verboten zu zeigen? Na, Spaß beiseite. Ich habe mit Opa über die Zwiebelernte gesprochen, habe gesagt, Opa, Mensch, da musst du dabei sein, dein Zwiebelfeld, das ist Standard hier im Garten, das ist immer da. Aber Opa schämt sich für den Anblick hier. Ja, sieht auch nicht so toll aus, man sieht auch nicht wirklich viel vom Zwiebelfeld, muss ich sagen. Allerdings hat das Ganze einen Grund, warum jetzt hier die Beikräuter in dem Sinn stehen bleiben durften und den werdet ihr im Video erfahren. Ach ja, und das Feld geht von hier bis hier, hier vorne und hier, wo ich schon gestanden bin. Und wir haben zwei Sorten Zwiebeln, einmal eine rote Sorte und einmal eine helle Sorte. Die helle könnte die Stuttgarter Riesen sein, bin mir nicht ganz sicher. Das hier waren Steckzwiebeln und ja, sortentechnisch bei Zwiebeln, das macht einen Braten nicht sonderlich fett. Es gibt zwar ein paar besondere Sorten aus Sizilien zum Beispiel, so eine wirklich sehr, sehr süße Zwiebelsorte. Auch auf Maui gibt es eine süße Zwiebelsorte, die Maui Sweet Onion. Da kann man fast wie einen Apfel reinbeißen, um es mal ein bisschen, ja, übertrieben zu formulieren. Ja, aber für mich macht es einen Braten eigentlich nicht fett. Ich mag meine roten und meine weißen Zwiebeln und das passt da schon. Und da Ernten so die schönste Tätigkeit beim Gärtnern ist, fangen wir direkt an. So, sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, trotz Beikräutern. Und das möchte ich euch jetzt kurz erklären. Die Beikräuter durften hier wegen der langen Trockenperiode stehen bleiben. Anfangs, als die Zwiebelpflänzchen noch klein waren, habe ich die Beikräuter entfernt, vor allem die Ackerwinde. Denn die schlingen sich um die Zwiebeln rum und ja, drücken sie dann zu Boden. Aber sowas wie der Ackerschachtelhalm, der lange Pfahlwurzeln macht, der die Zwiebeln per se nicht stört, den lasse ich dann eben drin. Da nach meiner Erfahrung Beikraut bewuchs, die Feuchtigkeit dann doch länger und besser im Boden hält, wie man, denke ich, an den Zwiebelchen hier auch erkennen kann, habe ich mich bei der langen Dürre, wir hatten einen Monat oder so keinen Regen, dazu entschieden, das Beikraut eben hier stehen zu lassen. Die Zwiebeln standen auch schon sehr groß und aufrecht, hatten jetzt im Prinzip die Blattmasse, die jetzt hier noch leicht erkennbar ist. Ja, und so schnell ist das zugewucherte Zwiebelbeet eigentlich schon auch mit dem Gewissen irgendwo gerechtfertigt. Aber ich muss sagen, für mich steckt da auch irgendwo Hand und Fuß dahinter. Denn klar, ich könnte hierher fahren, Wasser herbringen und die Zwiebeln gießen. Sie würden auch mit wenig Wasser auskommen oder kommen mit wenig Wasser aus, dann bleiben sie einfach doch schon sehr klein. Allerdings ist es keine wirklich richtige Option für mich, denn ich denke, es wird auch immer wärmer werden in Zukunft und irgendwie muss man ja auch Alternativen finden. Und für mich hat es ganz gut funktioniert. Habt ihr ähnliche Erfahrungen da gemacht oder andere Erfahrungen? Eure Meinung jetzt zu dem Thema hier? Gerne wie immer unten in die Kommentare und ich ernte mal weiter. Und dafür sind Eimer vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, und diese rauen Mengen an Ackerschachtelhalm, die werde ich mir wieder sichern, damit eine Jauche ansetzen. Für Halsschmerzentee habe ich schon genug gesammelt und werde ich immer wieder sagen, Ackerschachtelhalm, das beste Mittel gegen Halsschmerzen. Aber nicht mit dem giftigen Sumpfschachtelhalm verwechseln, nicht vergessen. Ein Eimer voll der hellen Sorte haben wir jetzt. Jetzt kommen die roten Zwiebeln. Und wann ist Erntezeit? Ja, wir lassen das Laub eigentlich in der Regel meistens vertrocknen. Außer es ist wesentlich zu nass, aber ja, das Problem haben wir momentan nicht. Vor ein paar Tagen hat es mal ordentlich runtergelassen und kräftig geregnet. Ist aber auch schon fast eine Woche her. Und dementsprechend trocken genug für die Ernte. Und da hier auch nicht mehr viel Power in die Zwiebeln gehen wird, raus damit. Das hier passiert, wenn man die Blüte nicht abmacht oder zu spät abmacht. Keine Kraft geht in die Zwiebel unten, nur in das Grün. Das wird dick und stör. Und ja, soll halt eben eine Blüte ausgebildet werden. Zu spät aber hier abgemacht, die Blüte. Wir machen es eigentlich immer so, wenn wir sehen, dass eine Zwiebel in die Blüte gehen will, knipsen wir oben ab. Und dann wird es eigentlich schon meistens noch was mit einer Ernte, die okay ist. Und schon sind wir fertig. Wie lange hat es gedauert? Ja, jetzt mitreden, so 25 Minuten. Ist, würde ich sagen, vom Arbeitsaufwand her
ganz in Ordnung für zwei Eimer Zwiebeln. Wir schauen es jetzt noch kurz in der Nahbetrachtung an und dann bekommen wir auch einen besseren Eindruck über die gesamte Erntemenge. Hier vorne war ich kurz ein bisschen perplex. Es schien so, als ob eine Reihe Zwiebeln verloren gegangen ist. Allerdings war da die Reihe Knoblauch, wenn ihr euch erinnert. Der ist ja anfangs mega gut gewachsen, aber dann hat sich doch herausgestellt, dass Knoblauch und Zwiebel wohl doch nicht so gut harmoniert. Vielleicht war es auch keine gute Sorte, ich weiß es nicht. Der im Hochbeet ist gut geworden. Da ist man auf der sicheren Seite mit dem Rigotti-Knoblauch. So, und da wären wir auch schon. Heieiei, mir fallen immer die Sachen runter. Ich breite die Zwiebeln jetzt mal aus und dann, ja, schauen wir uns sie mal an. Hinten tun die Ziegen meckern. Vielleicht kommen die auch noch ins Bild. Ja, also ich bin eigentlich echt zufrieden, muss ich sagen. Dafür, dass wir dieses Jahr wirklich wieder so wenig Niederschlag hatten, ist es eigentlich tipptopp. Und was mich überrascht, die roten Zwiebeln sind dieses Jahr eigentlich so vom Gefühl her größer, zumindest im Durchschnitt, als die weißen oder hellen Zwiebeln. Ja, in der Regel ist es eigentlich bei uns immer umgekehrt. Ein paar Zwiebeln sind jetzt natürlich sicherlich hinten auch im Beet geblieben. Die werden dann wieder austreiben oder vielleicht finde ich sie, wenn ich das Beet sauber mache. Und dazu auch gerne einen Kommentar da lassen. Ihr habt es jetzt ja gesehen, das Zwiebelfeld, was zuletzt als Folgekultur hinkommen. Ob Gründüngung, Feldsalat oder Spinat, ich bin für alle Vorschläge offen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar dazu. Und jetzt gehen wir in die Detailansicht. So, ein kleiner Schwenk über die Zwiebeln. Da haben wir ein großes Exemplar. Hier auch. Allerdings auch ein paar sehr kleine Verkümmerte dabei. Vielleicht kann man die sogar wieder als Steckzwiebel benutzen. Und dann gehen wir mal rüber zu den roten Zwiebeln. Und da haben wir schon ein paar, ja, Oschis sind es nicht, haben ein paar größere Exemplare dabei. Und nochmal zu den weißen. In einem guten Jahr, wo es viel regnet, wird eigentlich jede Zwiebel bei uns dann mindestens so groß. Der Boden ist dafür eigentlich ideal, der Lössboden hier. Mögen die Zwiebeln sehr. Ja, mir läuft mittlerweile ordentlich die Brühe runter. 33 Grad oder so haben wir. Dementsprechend bleiben jetzt die Zwiebeln bis heute Abend hier liegen. Und dann werde ich das Grün, hier ist es schon fast weg, ja, nochmal abschneiden und nicht abreißen mit der Gartenschere. Man sieht, es funktioniert nicht gut. Hier ist es immer noch ein bisschen feucht, man rutscht ab. Man hat ja so, ja, größere Verletzungen. Lieber hier einen klaren Schnitt machen. Und einen klaren Schnitt mache ich auch gleich. Das Video ist fast zu Ende. Jetzt noch zur weiteren Lagerung. Die kommen dann in Säcke, werden in die Hütte gehängt. Da ist auf jeden Fall auch warm genug und trocken genug momentan. Morgen soll es vielleicht regnen. Ansonsten würden wir es jetzt 3-4 Tage einfach auf dem Beet liegen lassen zum Abtrocknen. Aber wenn jetzt auch in Säcke kommen, gar kein Problem. Also was heißt Säcke? Diese Netzsäcke. Ja, diese Netzzwiebelsäcke, ihr wisst, was ich meine. Wenn das Video euch zu meiner Zwiebelernte gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen, Kanal kostenlos abonnieren und so weiter, ihr wisst Bescheid. Ah nee, nicht ganz, da gibt's noch was Neues. Es gibt ja auch diese Glocke, kennt ihr die Glocke? Auch gerne die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Müsste irgendwo hier oder da unterm Abo-Button sein. Ansonsten, wie schon gesagt, eure Meinung zu dem Thema mit dem Beikraut interessiert mich wirklich sehr. Ich habe gesagt, Mensch, dieses Jahr probieren wir es einfach mal so aus. Und ich habe jetzt nochmal bei der Ernte festgestellt, überall wo Ackerschachtelhalm gewachsen ist, sind die Zwiebeln dann doch relativ groß gewesen. Wenn irgendwelche Gräser dazwischen gewesen sind, die auch sehr flach wurzeln, haben die Zwiebeln schwer gehabt und sind dann doch kleiner geblieben. Ey, aber ansonsten wirklich, ich bin sehr zufrieden damit. Und jetzt reicht's. In dem Sinn, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Und alle, die noch dran geblieben sind, bekommen hier ein paar Zwiebelchen zu sehen. Und hier noch eine rote neben dem Knoblauch. Ich habe natürlich schon immer wieder Zwiebeln abgeerntet. Jetzt schon für die Küche. Und ja, ein paar hängen jetzt hier noch in der Hütte. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.